Ja, Freunde, damit willkommen zu einer neuen Folge von Scoob. Hier geht's direkt weiter, Leute. Dummerweise sind meine Füße nass. Steht da gerade und. Ja. I'm fucking cold. Es ist kalt. I'm hungry. Hä? Mofa ist neben mir erschienen und, die Mofa läuft, obwohl ich gar nicht drauf sitze. Fängt ja wieder gut an hier, wa? Richtig und wichtig wäre. Ja, es ist Nacht. Das ist natürlich doof, aber ich habe ja ein. Nachtsichtgerät. Guck mal hier, ich mach gar nicht an. Shift und E oder was? Oder Shift und F? Ja, also mit Shift und F, glaube ich, bei euch, ne? Kann man die Fahrzeuge anlassen, wisst ihr? Habe ich beim Motorrad aber auch noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Deswegen wundert mich das gerade, wieso das Mofa an ist. Ja, aber gut, das spart Zeit halt wegen Anmachen. Das ist ja gar nicht mal so schlecht, ne? Oder? Leute, ihr seht's jetzt. Wo wollen wir überhaupt hin? Da sind wir Home Sweet Home. Oh, diese Nacht geht mir immer auf den Sack, ne? Aber die Leute wollen ja die Nacht haben. Wir haben es 11 Uhr vormittags, ne? Dass ihr da Bescheid wisst. Ich muss gleich in den Wald raus. Ein bisschen frische Luft schnappen, dann vielleicht noch einkaufen. Montag ist ja zu, Feiertag. Und deswegen müssen wir noch ein bisschen Ressourcen horten zu Hause. ja. Dieses Video wollen wir vernünftige Symptome einleiten, aber das ist gar nicht mal so einfach, Alter. Wo soll ich denn mal hin? Zum Bootcamp oder was? Da sind überall die dusseligen Roboters. Wollen wir die Hobbys ausmachen oder was? Aber eigentlich weiß ich nicht. Ja, weißt du, müssen wir gucken, ne? Ja, die Entwickler haben ja noch keine Option reingemacht. Ich mach mal das Fahrzeug ein bisschen leiser, weil das mich ein bisschen nervt. Die Entwickler haben ja noch keine Option reingemacht, dass man da das einstellen kann, wann die Hobbys da sein sollen und wann nicht. Sonst hätte man das ja so machen können, dass die ja jeden Samstag da sind oder was weiß ich was. Weißt du, wie ich meine? Und den Rest halt nicht. Das wäre auf jeden Fall angenehmer. So muss ich das ja selber managen, da habe ich keine Lust zu. Das Spiel muss schon automatisch funktionieren. Das darf nicht irgendwie dusseligerweise abhängig von Menschen sein. Das wäre Schwachsinn. Ist aber halt so, ne? So, hier kommt, glaube ich, dieser blöde Seekanal oder sowas. Ich friere schon wieder. Ich muss nämlich... Ich finde einfach gar nichts, Leute. Sagen wir mal ehrlich, ich finde gar nichts. Seit dem Patch sind die Items und so. Irgendwie so wenig geworden. Findet ihr das nicht, oder was? Ja, wir müssen knacken, ne? Ich habe schon mal die Dinger gemacht. Also das Spiel setzt Fokus auf Knack. Aber ich habe keinen Schraubendreher anscheinend. Ja, vormittags 11 Uhr, da wird ja keiner im PvP sein, oder? Wir haben ja werktags. Wir haben online... Oh, 10 Leute knapp. Ich glaube nicht, dass die alle bei mir hängen. Wollen wir mal gucken. Wir müssen uns auch ein bisschen was trauen, weil der Loot, wenn wir noch Loot haben, dann ist der bestimmt irgendwie bei den roten, roten Gebieten, ne? Ja, weil ich habe ja nicht mal Klamotten, gar nichts. Das letzte Mal, meine Sachen sind ja verschwunden durch den Bug. Ihr wisst es selber. Ne? Also ich habe wieder alles verloren gehabt durch so ein Bug-Dings hier, ne? Da bin ich... Der Robby hat mich platt gemacht. Ja, dann bin ich raus aus dem Spiel, weil es war ja Server-Neustart. Ist ja immer so, ne? Und Wolfi kann sich ja auch noch dran erinnern, da habe ich gesagt, ey Wolfi, hol mal meine Klamotten, weil ich komme ins Spiel nicht mehr rein. Ich hatte immer, das war, gleich, also war ja im Livestream sogar, das habt ihr alle gesehen gehabt. Da stand immer Fatal Error, ne, sobald ich auf Scoob Exe geklickt habe. Dann habe ich den Server, den PC halt rebootet, neu gestartet und so und dann funktionierte trotzdem nicht. Der Fehler war immer noch nicht weg, ne. In der Zeit verschwand natürlich meine Leiche mit meinem ganzen Loot und so. Und Wolfi hat es nicht mehr geschafft, das ja irgendwie noch zu sichern. Naja, und daraufhin. Ja, nicht Licht anmachen, ne? Sieht doch viel entspannter aus. Obwohl das so gefährlich wie in den Robbys jetzt, ne? Ja, und dann musste ich da irgendwie die ganze Config-Datei und diesen Speicherort löschen. Und dann war dieser Fatal-Error weg und dann konnte ich einloggen. Ja, aber das hat so lange gedauert, alles das, den Fehler da irgendwie zu finden, weil ich hatte ja auch Scoob auf Fehler überprüft, das kannst du ja machen, das empfehle ich ja auch immer. Nach dem Patch-Hotfix und so weiter, immer auf Fehler überprüfen, da findet trotzdem immer welche. Obwohl das gerade frisch installiert ist, ne, findet er trotzdem immer ganz oft mal Fehler. Naja, und das hat gereicht halt, damit alles weg ist, ne, also deswegen, das ist wieder so Backkram gewesen, weißt du, also unglaublich. Ja, jetzt habe ich natürlich nur noch eine Unterhose hier quasi, ich friere mir hier einen Ast ab. Da hinten ist der Pipan und ich habe nur eine Nahkampfwaffe, Leute. Das ist nicht Hauptproblem. Ich bin Nahkampf geskillt tatsächlich. Oh, hier liegt Geld drauf.
Aber für Robby oder für den Pipan und so, da hilft mir Nahkampf ja nun mal nicht weiter, ne? Was war das jetzt hier? Achso, das Messer, das sah eben aus. Also wir brauchen Klamotten, Leute, ihr seht selber. Wer sieht mich denn hier? Ja, das dauert viel zu schnell, Alter. Schießt er wieder durch die Wände oder was? Liegt auch wieder Geld? Oh, Zombie. Mal gleich mal den Rücken massieren. Komm mal her hier. Komm mal her hier. hat er mich jetzt schon wieder getroffen oder was war das? Wieso ist nicht alles rot? Leerer Magen. C2. Oh, ich hab, das Einzige, was ich habe, ist hier, die Dinger habe ich schon mal. So Heilung, ne? Was habe ich denn noch hier? Schwäche, unscharfes Sehen, Kälte. Ja, ich erfriere irgendwie nebenbei. Unterkühlung. Ja, ich habe keine Klamotten. Man findet ja irgendwie kein Loot und gar nichts. So, wir pfeifen uns den Energiedrink mal rein. Der übliche Stress hier, ne? Nachts und frühmorgens ist immer ziemlich kalt. Und wenn du dann, ja, keine doppelte Unterhose anhast oder sowas, dann frierst du. Und ich finde ja auch nichts. Kein Loot, gar nichts. Robby klopft an die Tür. Immerhin C2-Treffer anstatt C4, ne? Ich habe die Robbys ein bisschen reguliert. Die sind nicht mehr ganz so übertrieben, wie es vorher war, weil, ja, die haben das, von der Stärke her haben sie das so kopiert wahrscheinlich, von den alten Mechs ja, ne? Also die Trefferquote und so, also... Deswegen hatte ich mich ja so auf den Flammenwerfer gefreut. Ja, diese dauernden Maschinengewehre mit unendlich Munition und so, die durch alle Wände gehen und sowas, finde ich ein bisschen dämlich, finde ich übertrieben. Ja, so ein Bossroboter, das kann man machen, wenn auf einen Stützpunkt einer ist, ne? So ein, dann kann der ein bisschen schwieriger sein, okay, aber nicht so, Alter, wo alle 5 Meter wieder ein Roboter kommt, ne? Das ist ja albern. Vor allem, wofür denn? Hier ist doch nirgendwo Loot, hier ist doch gar nichts. Ich verstehe das nicht, dass die Entwickler das immer nicht so... Aber gut, da muss ich, halte ich mich raus, müssen die selber wissen. Es ist ja auch so, egal wie hoch ich den Loot hier drehe auf dem Server, es kommt trotzdem nichts. Das haben die so eingestellt, dass man das nicht mehr einstellen kann, weißt du? Ja, und seitdem sind hier alle in Armut. Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass hier jetzt... Boah, Digga. Dass hier jetzt ein Spieler war, weißt du, der jetzt gerade hier gelootet hat, Alter. Boah, geh mir doch nicht auf den Pisser hier. Oh, nee. Boah. Wo trifft er denn, Alter? Normalerweise wäre ich schon lange tot, ne? Oh, kannst du jetzt mal deine Tablette da essen? Hört ihr gleich auf? Oh, guck mal, ich lebe noch. Was war das denn, Alter? Was hat er denn da auf mich geschossen, sag mal? Sah ja geil aus, ne? Ganz Robbys will machen, ja. Jetzt kommen hier die Raketen. Oh. Wo schießt er denn hin, Alter? Voll Party hier. 50%, jetzt haben sie mich ein bisschen doller getroffen, ne? Aber immerhin leben wir noch. Muss mal kurz auf Klo gehen. Ja, ihr seht selber, wie übertrieben das halt alles hier teilweise ist, ne? Also der hat mich eingeseucht, C4 hat er hier gemacht, nicht wahr, nicht? Oder wo steht das hier? Ich kann das gar nicht lesen. Ja gut, Totenkopf muss ja dieses C4 sein. Mann. Also kritischer Treffer 4 oder irgendwie so. Aber wir leben noch! Deswegen, also weil die so unfair waren, diese Robbys, ne? Ihr seht es ja selber. Habe ich das so eingestellt, dass... Ja, dass man eine Chance noch hat, ne? Auch wenn die wild werden oder so, weil sonst ist das ein bisschen albern. Aber Heilung musst du trotzdem mitnehmen, sonst stirbst du. Siehst du ja selber, ne? Wie oft ich mich jetzt hier heilen muss. Jetzt ist meine Heilung auch vorbei, also wir müssen jetzt ein bisschen vorsichtiger spielen. Und ja, also die Entwickler haben das halt so eingestellt, dass der Loot ganz wenig ist. Der kommt, der spawnt gar nicht mehr nach, der Loot. Wo noch Loot ist, ist hier bei den Knackdingern, ne? Deswegen habe ich mir Knackzeug gemacht. Hier, diese Pins habe ich mir schon mal gemacht. Jetzt suchen wir aber noch einen Schraubendreher. So. Und das ist natürlich auch wieder regulärer Loot, ne? Und da einen Schraubendreher finden, ist wieder auch wieder schwierig. Und das ist im Moment das Problem, was wir bei Scum haben. Und ich glaube, deswegen haben auch viele so nicht so viel... Also dann sind gleich wieder so viele Spieler demotiviert, ne?
weil das wieder viel zu schwierig alles eingestellt wurde von den Entwicklern. Ne? Ja, meine ganzen Sachen gehen hier langsam aus. Gut, ja, ich muss was zu essen finden. Ja, und das, also dieser Schwierigkeitsgrad, den wir hier vorfinden. Guck mal, der sieht mich jetzt durch irgendwelche Wände da wieder, oder was? Ja, der guckt auch, obwohl ich auf dem Boden liege. Ja, weiß ich. Ich muss mal gucken, vielleicht deaktiviere ich die Roboter wieder. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ich die Roboter deaktivieren soll, weil das doch wieder zu übertrieben hier ist, wisst ihr? Der Albern. Ja, der schießt durch die Wände durch. Easy. Wieder C4. Also ich wollte heute eigentlich mit euch ein bisschen Klamotten und so finden, aber das geht einfach nicht. Es ist zu schwer, Leute. Ich glaube, ich muss das Video abbrechen. Ihr seht selber. Ihr müsst in die Kommentare schreiben, ob wir die Roboter das nicht ausmachen wollen, Leute. Ich meine, ich habe die ja schon leichter gemacht. Ihr seht ja selber, sonst wäre ich schon dreimal gestorben. Aber es ist jetzt nur vor dem Hintergrund, die Gefahr musst du auf der einen Seite und das, was du dafür bekommst, auf die andere Seite packen, ja? Wenn jetzt hier ein geiler Schatz wäre, okay, dann sage ich ja nichts, ne? Aber hier ist nichts, Alter. Guck, ihr seht es ja selber. Was soll ich hier? Ich habe bisher doch nichts gefunden, Alter. Außer Blei habe ich hier. Die schießen mich nur ab. Mit durch die Wände schießen hier. Hemdchen, nimm alles mit, weil mach ich Heilung draus, ne? Oh, Mann, er schießt mir im Rücken rein, der Penner. Oh, was soll denn das wieder, Leute? Ich habe da keine Lust mehr zu. Jetzt habe ich keine Heilung mehr, oder was? Und wieder C4, ne? Ich muss die noch leichter irgendwie einstellen. Hier könnte Loot drin sein. Oh, guckt euch das mal an, die Sauerei. Guckt euch die Sauerei mal wieder an hier. Jetzt kommt er mir mit Tränengas, oder was? Also die sind alle nicht mehr normal. Ja, 9% jetzt sterbe ich hier, oder was? Oh nee, ist doch Quatschkram. Oh, ich habe da auch keine Lust drauf auf sowas. Die Robbys hier sind mir zu doof. Was habt ihr denn dazu? Also wie gesagt, ich muss jetzt hier beenden. Es macht so mir keinen Spaß, Leute. Ich möchte Scum spielen und Spaß haben. Ne? Denkt da dran, ich mach das jetzt nicht Mimimi. Da ist es schon tot, was soll der Kack, ey? Das hat nichts mit Mimimi zu tun, ich verbiete mir solche komischen Kommentare da immer. Sondern das hat einfach nur was mit der Balance zu tun. Und ich bin der Meinung, die Balance stimmt hier überhaupt nicht mehr, seitdem die Entwickler das so komisch gepatcht haben, Leute. Denn die Roboter sind nach wie vor richtig übertrieben, obwohl ich die schon zigmal runterreguliert. Ich habe die schon dreimal runtergestuft. Und vor dem Hintergrund, wenn du sie dann triffst, dann sind da zu viel bei dem Standort. Das ist einfach zu viel, Alter. Ne? Und was bewachen diese... Der schwerste Gegner im Spiel ist ja der Roboter. Ist ja nun mal so. Und was bewacht der? Gar nichts. 1000 leere Kisten. Wir haben ja gar nichts gefunden oder so. Wisst ihr? Nur so 0815 Zeug da. Also das macht alles irgendwie gar keinen Sinn. Diese Loot-Verteilung, diese Stärke mit den Gegnern, auf die man trifft. Ne? Und wenn du den Raketenwerfer jetzt ins Gespräch bringst, ja, find mal erstmal einen Raketenwerfer. Du siehst ja, wie wenig der Loot ist. Das ist ja schon ein Lottogewinn. Und wenn du den gefunden hast, dann findest du überhaupt keine Munition und gar nichts. Weißt du, wie ich meine? So, und selbst wenn du Munition hättest, dann brauchst du da 20, 30 Raketen oder was. Also das macht vorne und hinten ist diese Balance meiner Meinung nach überhaupt nicht nachvollziehbar und vernünftig eingestellt, Leute. Und da kann ich das verstehen, dass die Leute wieder keine Lust haben, nach kurzer Zeit Scum zu spielen, weil das so beschissen ist. Weil das so doof mit der Balance eingestellt ist, ne? Die Entwickler denken sich, ja, wir machen den Loot spawnen wir nicht mehr nach, damit wir... B3 ist leer gelootet, jetzt müssen wir B2 gehen. Aber wir haben doch so viele Spieler, das sind 25 Bunker hier, 25 Sektoren. Ne? Und das ist doch klar, dass hier hinten sind doch auch Spieler jetzt gerade, die da alles leer lutschen.
Und ich bin jetzt hier mit meinen Leuten, da lutschen wir alles leer, die anderen lutschen hier leer. Ja, und jetzt denken wir rechts rüber, da gibt's dann Loot. Aber das ist ja nicht so, weil die Spieler sind ja überall. Also quasi ist alles ausgelutscht. Müsst ihr selber mal probieren. Es ist alles ausgelutscht. Die Items spawnen irgendwie nicht mehr nach. Und wenn sie nachspawnen, dann nur ganz, ganz wenig. So dass sich das irgendwie nicht rentiert. Cool finde ich auf jeden Fall, dass die Lootboxen ja im Vordergrund sind, dass du ein bisschen bessere Sachen oder mehrere Items in Lootboxen jetzt findest, die du knacken musst. Ne? Diese Schränke und sowas alles. Ne? Der Cargo hat ja auch noch irgendwie einen an der Klatsche, da stimmt auch noch was nicht. Aber wenn, dann lohnt sich auch zum Cargo zu fahren. Ja, aber so, also dieses, was ich jetzt hier gemacht habe oder was ich eigentlich vernünftig vorhatte zu spielen, zum Bunker gehen, Ausrüstung finden, ne, dass ich nicht friere und eben so ein bisschen mal vielleicht eine Pistole oder sowas finden, ne? Weil ich habe ja nur die Keule, Alter. Ich habe ja gar nichts anderes. Vorher, wie gesagt, durch den Bug ist wieder alles hier, meine Sachen verschwunden. Und wenn es mir so geht, geht es anderen Spielern genauso, dass die auch immer alles verlieren und dann hast du selber irgendwann Platz in der Arsch und hast keine Lust mehr dazu, nicht wahr, nicht? Und das hat mit Mimi gar nichts zu tun. Das ist einfach das Balanceverhältnis, was überhaupt nicht stimmt, was total unfair ist. Deswegen sage ich ja, okay, weiß ich nicht, die Hobbys müssen wir vielleicht noch weiter runter regulieren, dass die fast gar keinen Schaden mehr machen, ich weiß es auch nicht. Oder wir stellen die einfach aus. Ich habe bis jetzt auch noch kein Robby irgendwie Feuer sprühen gesehen. Anscheinend haben die das nur im Video gezeigt, das Feuer sprühen. Aber im Spiel funktioniert das überhaupt noch nicht. Was ich gut an den Robbys finde, sind die Granaten, das Tränengas, ne? Aber den anderen Rest finde ich wieder scheiße, diese normale Schießkanone da und sowas. Das ist wieder nervig. Auch, dass sie diese Minigun übernommen haben, dass der ganz schnell dreht und ganz viel schießt. Wo soll er denn die Munition her haben? Wisst ihr, wie ich meine? Außerdem war im Video noch zu sehen, eine Laserkanone über den Kopf da irgendwie. Die gibt es irgendwie anscheinend auch noch nicht. Und außerdem wäre das, wenn es das geben würde, auch viel zu übertrieben. Weil wozu denn? Wozu soll ich denn mich dieser Gefahr aussetzen, wenn ich ja 0 oder 1% Chance auf Loot irgendwie habe? Wisst ihr, wie ich meine? Da ist ja nichts Besonderes. Da ist ja überhaupt nichts Besonderes. Also das ist Jacke wie Grütze. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe jetzt auch keine Lust mehr, hier meine Leiche zu holen. Alter, wie weiß ich nicht. Das macht irgendwie keinen Spaß. Ihr könnt eure Meinung ja in der Kommentare schreiben, liebe Leute. Und dann sehen wir uns schon morgen wieder oder abends im Livestream und dann bis dann.